Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Amen. Herzlich begrüße ich Sie heute Morgen in Wilhelmsdorf im Gottesdienst. Heute am ersten Sonntag nach Epiphanias. Wir feiern die ganze Epiphanias-Zeit, die Erscheinung Gottes in der Welt. Hurra! Gott erscheint, wir sind nicht im Dunkeln, sondern wir haben ein Licht, wir haben Hoffnung in unserem Leben. Manchmal, da erscheint Gott nicht zur rechten Zeit. Da schaue ich auf die Uhr und denke mir, na, er könnte doch mal jetzt langsam erscheinen. Mancher wartet ewig, bis Gott erscheint und hilft. Und ich habe heute meinen Kinderhelden dabei, Robinson Crusoe. Der wartet 27 Jahre auf einer einsamen Insel, dass Gott erscheint, dass er von der Insel wieder runter kann und wieder in die zivilisierte Welt kommt. Wir warten, wir brauchen Geduld in unserem Leben, weil Gott nicht so nach unserer Uhr erscheint, sondern wie er es richtig hält und wie es manchmal hat. Aber darüber möchte ich mit Ihnen heute nachdenken. Und es ist gut, dass der Pfarrer Seidel heute noch erschienen ist, dass wir die Kirche offen haben und Gottesdienst feiern können. Ich danke, dass der Samuel da ist und die Frau Haug an der Orgel, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Singen wir das erste Lied. Die Nummer 66. Jesus, 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 Jes
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sind heute Morgen in den Gottesdienst gekommen, um Gottes Wort zu hören, ihn in unseren Gebeten und Liedern anzurufen. Vor Gott bringen wir unser ganzes Leben mit. Das, was uns freut und glücklich macht, wir bringen unseren Lob und Dank. Wir bringen aber auch das, wo wir sehnlichst hoffen, dass er endlich erscheint. Wir bringen unsere Klagen und Bitten. Und wir bringen das, wo wir nicht so gescheint haben, wie Gott es sich vorstellt, wo wir ihn vergessen haben. Wir bringen unsere Schuld und Sünde. Aus eigener Kraft können wir davon nicht frei werden. Darum suchen wir Zuflucht bei der Barmherzigkeit Gottes und beten, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Der allmächtige Gott hat sich über uns erbarmt. In Jesus Christus erscheint er in der Welt und geht den Weg der Liebe bis ans Kreuz. Dort versöhnt er uns mit Gott und macht uns zu seinen Kindern. Wer das glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das gebe Gott uns allen. Amen. Und in seiner Hand ist das Reich und die Kraft.
Vater im Himmel, alles Leben kommt aus deiner Hand. Und es ist gut für uns, dass wir uns daran erinnern. Du kennst unser Lachen und unser Weinen, unsere Zweifel und unsere Zuversicht, unsere Freude und unsere Angst. Wir bitten dich, komm jetzt mit deinem Licht zu uns in diesem Gottesdienst. Segne uns, die wir jetzt auf dein Wort hören. Das bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und Leben schenkst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Thank you.
Predigt beten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Seit geraumer Zeit habe ich in meinem Warenkorb eines bekannten Online-Versandhauses ein kleines Döschen drin. Dieses Döschen ist zufälligerweise auch von der Firma Gerber. In dem Döschen, da kann man den Deckel aufmachen, und in dem Deckel ist ein Feuerstein drin. Und wenn man den Feuerstein an dem Döschen richtig hart abreibt, dann kommen da ein bisschen Funken und man kann mit einem Zunder in der Wildnis, egal wo, ein Feuer anschüren. Das hat mich schon immer fasziniert, sowas in der Wildnis ohne Technik und mit primitiven Werkzeugen, Messer, Axt oder so, zu überleben. Sich da eine Hütte zu bauen und dann ein Feuer zu schüren, vielleicht auch noch so eine Herdstelle reinbauen, dass man die Kinder mal an brutzeln kann, die man halt so im Wald findet. Und da ohne die westlichen Annehmlichkeiten überleben kann. Der Algorithmus von YouTube hat es auch gecheckt, dass mir das gefällt. Und deswegen schlägt YouTube mir ständig Videos vor, wo es eben darum geht, dass irgendein Typ oder eine Typin in der russischen Taiga irgendwo im Niemandsland sich eine Hütte baut mit einem Herd. Und da dann am Wochenende kampiert und überlebt oder versucht zu überleben. Ich weiß nicht, ob das von Robinson Crusoe mir her so als Leidenschaft mitgegeben wurde oder ob ich das vorher schon gemocht habe. Vielleicht wissen Sie das, mein Großvater war Missionar in Neuguinea und der hat natürlich immer erzählt, wie sie da im Busch, so hat er gesagt, mit seinen Trägern und mit Äxten und Beilen sich durch den Busch gearbeitet haben, meilenweit gelaufen sind. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer die Knie meines Großvaters haben, aber mir war das immer so abenteuerlich, da im Busch zu Dörfern weit abgelegen im Bergland zu gehen und da hat er dann missioniert und Gottesdienste gehalten. Auf jeden Fall ist mein Kinderhelden dieser Robinson Crusoe. Er leidet im 17. Jahrhundert Schiffbruch auf einer einsamen Insel und da steht er. Muttersehen allein, die Insel nicht bewohnt, keine europäischen Werkzeuge. Was macht er also? Er schwimmt in den ersten Tagen immer wieder auf dieses Schiffswrack und wirkt alles, was er zu Leben kommt. Äxte, Messer, Sägen, er plündert die Offizierskabine, nimmt Münzen und eine Bibel und Schreibzeug, alles, was man eben brauchen kann. Zum Schluss zerteilt er das Schiffswrack und bringt Holz auch noch an Land, um da sich seine erste Hütte zu bauen und zu überleben. Es ist aber nicht nur tatkräftig, ach, meister ich das hier, sondern es ist auch dieses Verzweifeln. Ich bin ganz allein. Ich bin ganz allein. Gott, was hast du dir dabei gedacht? Dass du mich hier überleben hast lassen, wäre ich doch auch in den Wellen umgekommen. Aber er kommt wieder auch in die Tatkräftigkeit. Zunächst, er hat auch Schießpulver und ein Gewehr sich gesichert, schießt er sich halt Vögel oder was auch immer und überlebt so die ersten paar Jahre ohne ordentliches Brot. Aber er beobachtet seine Insel und er beobachtet seinen Unrat. Und da bemerkt er, dass auch er Weizen von dem Schiff aus Versehen mitgebracht hat in den Müllbeuteln. Und der Weizen geht auf. Und bei all seiner Ohnmacht und Gefangensein, er bleibt ein tatkräftiger Mensch. Er beobachtet, erntet den Weizen, den er da aufgehen sieht, und dann bleibt er überlegt und im nächsten Jahr streut er einen Teil des Weizens aus. Und was passiert? Gar nichts passiert. Denn er hat es zur Unzeit ausgesät. Und so merkt er, er muss die Gezeiten und
die Jahreszeiten auf der Insel erst einmal gründlich beobachten, wann Regenzeit ist und so weiter. Und er beobachtet es über Jahre und dann bemerkt er den richtigen Zeitpunkt der Aussaat. Und als er die erste ordentliche Ernte einfährt, da könnte man denken, naja, dann backt er halt mal irgendwie ein gescheites Brot. Nein, er bleibt vorsichtig und hält den Weizen zurück und wartet noch eine Ernte ab, bis er den Weizen erntet. Und so beobachtet er seine Umgebung und beginnt da, ja, die Insel zu kultivieren. Dann backt er Brot, dann muss er natürlich einen Ofen bauen, dann muss er irgendwie irgendein Geschirr auch irgendwie haben, dass er seine Sachen auch aufbewahren kann. Mittlerweile hat er Wildziegen gezähmt und hat auch Milch, das heißt, er braucht irgendwo was, wo er seine Milch einbaut. Und das fand ich so schön, wie er am Anfang da ja sehr unbeholfen diese Tonkrüge formt, aber dann immer mit mehr Erfahrung immer besser wird. Nicht nur, dass er sich da irgendwie gut einrichten kann und einfach diese vielfältige Begabung, die er da für sich entdeckt, das hat mich schon immer interessiert. Nicht nur das Studieren, sondern auch handwerklich einfach was machen. Sondern bei dem Robinson Crusoe, finde ich, entdecken wir, wie genial Gott den Menschen veranlagt hat. Gott hat die Schöpfung dem Menschen gegeben und der Mensch kann die Schöpfung in seiner Genialität weiterbringen. Das finde ich schon allein beim Apfelbaum super. Der Mensch kann den Apfelbaum dazu bringen, noch mehr Äpfel zu bringen, indem er ihn richtig beschneidet. Bringt er im nächsten Jahr mehr Frucht, weil die Energie des Baumes in die Frucht geht. Ist das nicht genial, dass Gott dem Menschen es zutraut, seine Schöpfung weiterzubringen? Und genauso macht es Robinson Crusoe in seiner Insel. Aber bei all der Tatkräftigkeit von Robinson Crusoe, er hat auch Zeiten, wo er verzweifelt. Und es ist gut, dass er eine Bibel von dem Schiffswrack gerettet hat. Er liest es, er ringt mit seinem Gott. Einerseits sagt er, wie kannst du nur, was ist der Sinn, dass ich hier auf dieser einsamen Insel feststecke? Ich check's nicht, erklär's mir bitte. Und andererseits ist er dankbar dafür, dass das sich alles so gut entwickelt, dass er sich da Fähigkeiten aneignen kann, dass er genug zum Leben hat und da sich wie ein Gutsherr vergrößern kann und alle Annehmlichkeiten eines englischen Haushaltes eigentlich hat. Weil Tabak und Trauben hat er auch gefunden. Das heißt, er kann ein wenig was rauchen und er kann ein wenig was trinken. Und irgendwann mal kommt er zum Schluss, ich fühle mich wie ein Gutsherr auf dieser Insel. Was, denke ich mir jetzt, hat das für unseren Glauben bereit? Ich glaube, dass du und ich in unserem Leben verschiedene ähnliche gefangene Inseln haben wie Robinson Crusoe. Da geraten wir hin, da fahren wir nicht selber hin, sondern wir geraten da irgendwie hin. Und wir sind gefangen. Und wir kommen da nicht runter. Robinson Crusoe versucht mit so Nussschalen, die er sich selber zimmert, von der Insel wegzukommen. Es ist hochgefährlich, weil es da irgendwelche gefährlichen Strömungen gibt. Er ist 27 Jahre auf dieser Insel gefangen. Was hält dich, was hält mich gefangen? Unheilbare Krankheiten? Dass man keine Kinder bekommen kann? Andere Schicksalsschläge oder der Verlust von lieben Menschen? Oder Charaktereigenschaften, aus denen ich einfach nicht rauskomme? Ich wäre gern anders, ich würde gern anders reagieren, aber ich kann nicht. Und ich werde gern jemand anders. Ich glaube, auf verschiedenen gefangenen Inseln in unserem Leben müssen wir uns wie Robinson Crusoe einrichten. Ja, so einrichten, dass wir irgendwie überleben. Und da kann man ein bisschen was von Robinson Crusoe abschauen. Beobachten, wie Robinson Crusoe, was tut mir gut? Was
Was fördert mein Überleben mit diesem Getreide? Ich beobachte mich und meine Welt. Was tut mir gut? Was soll ich besser lassen? Aber auch, so wie Robinson Crusoe, wahrnehmen, was mir gut tut. Manchmal da schenkt er sich dann einen Rum ein und trinkt einen. Manchmal raucht er seine Pfeife. Und manchmal liest er in der Bibel und geht ins Gebet und vertraut sich Gott an. Schreit ihn an oder dankt ihm für eine reiche Ernte oder dass ihm eine Rosinenkuchen gelungen wird. Ich glaube, von Robinson Crusoe können wir lernen, mit Geduld und Vertrauen der Dinge zu haben. 27 Jahre lang wartet Robinson Crusoe, dass etwas passiert, dass er gerettet wird, dass er runterkommt von diesem Gefängnis. Und in der Zeit, glaube ich, erschließt ihm sich irgendwann mal der Sinn seines Inseldaseins. Ich glaube, wenn jemand auf die Insel gekommen wäre und ihm gesagt hätte, Robinson, keine Sorge, es hat einen Sinn. Der Robinson hätte ihm wahrscheinlich irgend so ein Beil ins Gesicht gerammt. Weil das kann man vorher nicht sagen. Im Nachhinein können wir es jetzt sehen und sagen, dass es einen Sinn hatte. Einmal rettet er den Eingeborenen, den er dann später Freitag nennt. Und dann, nach 27 Jahren, kommt ein anderes Schiff, auf dem eine Meuterei stattgefunden hat. Und die Meuterer bringen den Kapitän und den ersten Steuermann an Land und Robinson befreit ihn. Und es gelingt ihnen, das Schiff wieder zurückzuerobern. Als Dank dafür bringt der Kapitän Robinson in die westliche Welt. Man kann also sagen, ja, so Gefangeneninseln können auch Sinn machen im Leben. Ich habe ein Beispiel für Sie. Meine Tante hat meine Cousine mit dem Kindstod verloren. Und das war schrecklich. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie wir den Gottesdienst da gefeiert haben. Und niemand kann sagen, dass das irgendwie gut war. Und Sinn war. Aber meine Mutter hat mir mal vor ein paar Jahren erzählt, die Tante hat gesagt, sie konnte anderen Müttern und Vätern in der Umgebung von ihr, die auch ihr Kind dann im Kindstod verloren hat, irgendwie helfen, unterstützen. Anders begleiten als jemand, der das nicht durchgemacht hat. Man könnte sagen, dadurch hat es einen gewissen Sinn bekommen, dass sie da andere begleiten konnte. Ich glaube, von Robinson Crusoe können wir unseren Glauben lernen, mit Geduld und Vertrauen dran zu bleiben. Auch so diese ausgeliefert sein, wer soll denn anders helfen in dieser Situation? Wer bitte soll helfen als Gott? Gott dient Robinson als Müllhalde für seine Verzweiflung, aber Gott dient ihm auch als dem Geber der guten Gaben, die er darauf der Insel empfangen kann. Für mich ist der Robinson Crusoe ein Vorbild in Sachen Gottvertrauen. Und das heißt nicht, betend in der Ecke zu hocken, sondern trotzdem tatkräftig sein Leben zu gestalten. Und trotzdem zu wissen, vor wem ich meine Knie beugen darf. Vor Gott. Ich glaube, mit so einer Tatkraft in unserem Leben, mit Geduld und Vertrauen, da kommen wir gut auch mit den gefangenen Inseln unseres Lebens zurecht. Und da bitte ich Gott darum, dass er uns dabei unterstützt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen. Thank you.
Gemeinde darf ich Ihnen noch Folgendes weitergeben. Wir danken herzlich für die Gaben. Am 6. Januar an Epiphanias war die Kollekte für die Weltmission bestimmt und betrug 30 Euro. Und die Einlagen im Klingelbeutel für die eigene Gemeinde waren 35,50 Euro. Herzlichen Dank für diese Gaben. Gott segne die Geber und die Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte sowie die Einlagen im Klingelbeutel sind für die eigene Gemeinde bestimmt. Herzliche Einladung zu den kommenden Gottesdiensten. Am 15., also kommenden Sonntag um 9 Uhr, Gottesdienst in Wilmsdorf in der Kirche zum Thema Wieder in der Kindheit. Heute war Robinson Crusoe. Am kommenden Sonntag ist Pfarrer Seidel mit Mittel aus Lönneberger da. Am 29. Januar kommt Pfarrerin Monika Bogendörfer mit Heidi. Und am 5. Februar Pfarrerin Helga von Niedner mit Pippi Langstrumpf. Weitere Termine am kommenden Freitag um 15 Uhr. Regionaler Konfitag zum Thema Taufe im Gemeindehaus in Imskirchen. Und verstorben ist unsere Schwester Margarete Binder im Alter von 96 Jahren. Die Beerdigung ist am Mittwoch um 14 Uhr. Wir gedenken ihr und den Angehörigen im anschließenden Fürbittengebet. Gibt es noch was außerdem? Gut. Der Wochenspruch für diese Tage aus Römer 8, Vers 14, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Der Herr segne die Gemeinde und alle ihre Glieder mit dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Lasst uns beten. Heiliger, barmherziger Gott, dein Sohn hat sein Leben hingegeben, um uns zu retten. Durch ihn bitten wir dich, für alle, die dein Wort verkünden, um das Feuer des Heiligen Geistes, für alle, die Verantwortung tragen, für den Frieden, um Weisheit, Mut und Ausdauer, für alle, die unter den Lasten des Lebens leiden, um Nähe und Hilfe. Für unsere verstorbene Schwester, Margarete Binder, dass du sie aufnimmst in dein Reich und sie die herrliche Vollendung ihres Lebens schauen kann. Wir bitten dich, tröste alle, die um Margarete Binder trauern. Für uns selbst bitten wir in unseren Sorgen und Nöten um einen starken Glauben. Und alles, was uns noch bewegt, legen wir in der Stille vor dich. Gott, du Freund des Lebens, auf dich vertrauen wir. Dich preisen wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Und gemeinsam beten wir, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn es möglich ist, bleibt zum Segenslied stehen. Thank you.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.